Ja, das war ja ein geiler Start. Das lief ja gar nicht, wie ich das wollte. Oh, keine Ahnung, warum man nicht durchgezogen hat. So. Moin, Leute. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Ja, da gestern ein bisschen reingeregnet, wo die ganzen Kabel sind. Ich muss sie ein bisschen besser verteilen, glaube ich. Meine ganzen Streaming-Kabel hier. So, mal gucken, ob das HDMI-Kabel noch geht. Und dann werden wir sehen. Es geht los. Erster Schnitt. Später als letztes Jahr. Heute ist der, ich glaube, 10. Moment, ich sage euch gleich, welcher heute ist. Heute ist der 9., Donnerstag, 9. Juni. Letztes Jahr am 30. angefangen, am 4. oder 5. fertig gewesen. Das war letztes Jahr der Werdegang. Wir waren letztes Jahr später, wir waren dieses Jahr auch später. Oder wir sind dieses Jahr auch später. Es war anfangs nicht viel drauf. Dann ist es ja so, dass unser Moorgrünland immer ein bisschen später anfängt zu wachsen. Also man hätte den Mineralboden machen können, man hätte einen Riesenheckmeck machen können, man kann aber auch einfach später häckseln. Ist jetzt nicht weiter wild, ist für unsere Biogasanlage. Die hat natürlich eine lange Verweilzeit, da ist das nicht so tragisch, wenn das eine Woche länger steht. Und von daher häckseln wir heute. Das hat den Vorteil, zum einen, das ist ein Riesenvorteil für die Natur, die Rehkitze sind schon so groß, dass sie weglaufen. Habe ich jetzt beim Weizenspritzen gesehen, haben jetzt auch die Jäger hier gesagt, oh, alles gut, die laufen jetzt weg, die laufen den Müttern hinterher. Von daher haben wir da weniger Aufwand mit Vorsuchen und Nachsuchen. Wir haben ja letztes Jahr mit der Drohne geflogen, haben leider festgestellt, die hier im Umkreis ist, die Drohne, die hat nicht die Leistung, um da irgendwas zu machen. Fadi hat eine Wärmebildkamera, so zum Durchgucken, die klappt tatsächlich besser. Also sie ist so gut, dass du morgens dich an eine Wiese hinstellen kannst, kannst gucken, wo sind die Rehe, kannst da hinfahren, kannst die Kitze rausholen. Keiler 3 heißt sie, Keiler 3. Und ist natürlich, der Lichtsensor ist bei Weitem größer als das, was eine Drohne rumschleppt. Zum anderen haben wir natürlich richtig viel Material und wir haben so viel drauf, ist so überständig, dass wir das direkt auf Schwatt legen können. Da sparen wir natürlich auch Kosten. Wir sind ja nur noch zu dritt auf dem Betrieb und ich hatte mich auch relativ früh entschlossen, also den Spader noch zu verkaufen. Der steht da zwar noch, aber der ist ja schon ziemlich weit hinüber und ich müsste dann immer Mann und Maschine mir zusammensuchen für den Schwader. Und da habe ich mich jetzt einfach entschieden, dass ich den verkaufen werde, den Schwader. Und Nachbarbetrieb hat ja hier entsprechende Technik und dann lasse ich dann sparen, wenn man muss. Und von daher passt das. So, ich habe jetzt gestern, muss das noch mal ein bisschen nachschleifen, ich habe gestern schon mal ein bisschen Messer geschliffen. Wir haben ja Messer gewechselt. Also wir sind ja jetzt wieder auf Gras-Einstellung. Das heißt, wir haben jetzt wieder Universalmesser drin, keine Maismesser, die sind ein bisschen dicker. Maismesser sind ein bisschen dünner, ein bisschen härter, brechen aber dafür schneller, sind steinanfälliger. Vorne der Kollege vom Futter-XL treibt gerade eine Taube raus. Ach Götti, das ist sogar eine Beringte. Oh, die hat irgendwas. Genau, und die brechen schneller. Gegenschneide haben wir wieder gedreht. Wir haben die Titan-Gegenschneide. Und wir haben eine Seite auf Mais gefahren und jetzt haben wir wieder gedreht, die fahren wir auf Gras. Und wenn wir jetzt die Messer drehen, dann haben die natürlich minimale Unterschiede. Die sind natürlich alle nicht so perfekt eingebaut. Das heißt, wir müssen so lange schleifen, bis das alles ein richtig glattes Summen ist beim Schleifen. Ich habe jetzt 30 Zyklen eingestellt gehabt, ich habe gestern schon mal 20. Jetzt ist es schon fast perfekt. Ich glaube, wir machen gleich noch jetzt noch 10 Zyklen und dann sind wir durch. Kann ich aber einfach zeigen, müsst ihr ja nicht mein Gesicht sehen. Das heißt, so viel haben wir gerade.
So wie hatte ich eingestellt, die schleifen natürlich nicht permanent, sondern wir schleifen nachher, wenn die scharf sind, immer nur noch 10 Mal nach. Und hier, so viel haben wir jetzt. 420 oder 450 kann ich schleifen, bevor ich den Schleifstein ein Stück nachstellen muss. Und ich schleife jetzt so lange, bis das ein durchgehendes Summen ist, dann sind die schön bündig, die Messer, und dann schneiden wir die Gegenschneiden nach, dann haben wir einen schönen scharfen Schnitt. Es ist natürlich ein bisschen überständig, wir haben aber gestern, wir haben ja angefangen zu mähen und dann kam auch ein schön großes Gewittergebiet, auch hier richtig zentral nur über uns, waren 5 mm Regen und heute Nacht hatten wir auch noch ein bisschen, war jetzt aber noch nicht gucken. Ich glaube, ich soll einfach öfter mähen, damit es anfängt zu regnen. Das passt doch. Wir wollten eigentlich um 7 Uhr anfangen, jetzt ist 8 Uhr, wir fahren heute um 9 Uhr los. Wind geht auch noch nicht. Wir sind komisch. Ich denke, wir fangen mit 30% Trockensubstanz an, aber auf dem Silo, was nachher 3000 Tonnen hat. Ja, ein paar Kompromisse muss man machen. Irgendwann, wenn man jetzt zu weit aussitzt, dann wird es nachher zu trocken. Naja, Mähwerk ist ungefähr so 20 Hektar voraus. Ich weiß nicht, ob wir noch schaffen, einmal gleich zur Wiese zu fahren. Keine Ahnung. Genau, wir haben jetzt 8 nach 8. Und genau, 8 nach 8. Ich schleife das jetzt erstmal alles fertig. Ich habe gestern schon festgestellt, ich habe da ein bisschen Späne vorne drauf zu legen auf die Einzugswalzen und puste das gleich mit Luft sauber, weil ich kann reversieren, aber nicht andrehen lassen, weil die Späne drauf liegt und er denkt, es ist Metall. Genau. Das ist der Punkt. Also wir haben wieder umgerüstet auf Gras. Ich habe ja den Grasschacht drin, also es gibt einen normalen Standardschacht. Also entweder hat man ja den Cracker drin und wenn der Cracker nicht drin ist, hat man einen Schacht zum Einschieben. Und ich habe den Grasschacht drin, der ist ein ganz bisschen reingelehnt. Das heißt, Futter, was hochfliegt, ist ein bisschen reingelehnt, damit es ein bisschen mehr in den Beschleuniger gedrückt wird und doller wirft. Wenn man viel Gras macht, macht das Sinn. Und das ist ein Top-Teil, also der macht einen Wahnsinnsunterschied. Super Wurfqualität, auch wenn es trockener wird oder so, das Zeug fliegt da einfach mal gut durch. Turmverlängerung sind wieder raus. Eine habe ich ja drin, standardmäßig, weil der Hexer ja länger ist. Und ich glaube, ja, vorne wieder den Schutz hinter die Zähne wieder gedreht in den Einzugswalzen. Können wir gleich nochmal rausgucken. Das ist das. Also ein bisschen Luft pusten wir gleich einmal durch nachher und dann geht das seinen Gang. Bestand, also sieht gut aus. Ich würde den Ertrag momentan als gut einschätzen. Das, was ich jetzt gestern gesehen habe vom Mähen, sieht gut aus. Aber wenn, das lässt sich auch ganz oft, lässt man sich täuschen, weil wenn es mit einem Förderband abgelegt wird, liegt es anfangs sehr lose da. Ist schwierig einzuschätzen. Ich habe ja auch nicht selber gemäht, war gestern unterwegs, den ganzen Tag Termin gehabt. Und von daher kann ich euch gar nicht genau sagen, wie viel jetzt genau drauf ist. So, dann gehen wir noch wieder hin, stellen die Gegenschneide nochmal ein. Ah ja, okay, wir müssen ja die ganz anheben. Ist logisch. Ich hatte das bloß schon fertig gemacht. Winkel auspusten. Dann gehen wir hier nochmal rauf. Und da nochmal. Und dann eine andere traurige Sache. Ich habe heute Nachmittag, wir müssen einmal kurz durchtauschen. Da kommen wir nachher im späteren Vlog dazu. Oder im nächsten Vlog. 52 Hektar Sonnenblumen. Fast komplett weggefressen vom Dammwild. Da haben wir den Wildschadensgutachter heute da. Da müssen wir gucken, ne? Also wenn die natürlich nichts machen, das ist ein krasser Verlust, das ist natürlich heftig. Letztes Jahr mit dem Mais, mit den Kranichen, da konnten wir kompensieren, haben wir die nachgelegt. Sonnenblumen, wir sind 45 Tage nach der Saat, die werden nicht mehr reif. Das kriegen wir nicht mehr hin, das heißt, wir könnten da noch die Stellen Mais nachlegen, wo es gar nichts mehr steht. Einfalls, wenn die Wildschadenskasse bezahlt, würde ich es stehen lassen, weil jede Kilo Sonnenblume ist halt momentan echt viel Geld wert und Mais wäre jetzt nur noch Silagequalität. Ich muss mir das einfach angucken. Vielleicht warte ich auch einfach noch eine Woche, damit man noch besser sieht, ob nachlegen oder nicht nachlegen. Das ist momentan schwierig zu sehen, das zeige ich euch auf dem Acker. Man hat grüne Pflanzen. Man hat grüne Pflanzen, aber da sind oben die Köpfe, die obersten 2 Blätter sind abgefressen und manchmal sind unten noch die 2 Blätter da und deswegen vom Optischen kann man sich manchmal so ein bisschen noch täuschen, denkt, da ist der Bestand da, aber eher nicht so. Müssen wir sehen. Müssen wir sehen, Leute. Wir haben 14:23 Uhr. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Termin hier im Häcksler. Ich darf da nicht allzu viel drüber sagen, aber es ist jemand, der seine Bachelorarbeit schreibt und der macht halt so ein paar Analysen, sagen wir doch so. Mehr darf ich darüber nicht reden. Ich
hatte heute Morgen so ein bisschen Probleme beim Gegenschneiden nachstellen. Hatte ich gestern schon etwas. Gestern noch gar nicht. Ich habe gestern das eingestellt, Gegenschneiden. Heute Morgen habe ich gedacht, ach komm, Hannes, schleif dann noch mal kurz nach. Und stell nochmal nach. Und da hat er mir die ganze Zeit angezeigt, Verspannung der Gegenschneideeinstellung, mechanische Verspannung zu hoch. Dann haben wir aufgeklappt, Gegenschneiden zurückgefahren, neu angefahren, Fehler immer noch da gewesen. Dann kam dieser Herr von Klaas und meinte, du, ich habe jemanden, der hat das letztens auch gehabt, ich telefoniere mal schnell mit dem. Und der hat dann gesagt, ja, stell mal einfach die Messerabnutzung im Häcksler zurück. Oder verstell mal den Wert. Und das war es auch tatsächlich. Also es hat sich herausgestellt, wir haben zwar die Messer getauscht, aber Detlef hatte nicht Messer auf 100% gesetzt und die Gegenschneide ranfahren lassen, sodass er sich selber ermittelt, wie weit die Messer abgenutzt waren, sind. Und deswegen ergab das für den Häcksler keinen richtigen Sinn, wie die Messer sitzen, also wie die Gegenschneide ist zu dem, was die Gegenschneide tatsächlich sagt. Und deswegen kam der Fehler. Aber wie gesagt, das war nur was rein Elektronisches. Das war mechanisch nicht da, weil wir das nicht geändert hatten, die Messerabnutzung. So, das sind hier 9 Meter aufgeschwadet, also 8,70 Meter vom Mähwerk. Da habt ihr den Ertrag. Was halt natürlich ist, es ist mega feucht. Also das sind die Trockensubstanz, das ist wahnsinnig feucht. Wir haben jetzt durchschnittlich 28%, das trocknet hier heute kaum. Wir haben hier bedeckter Himmel, eigentlich sollte heute Sonne scheinen, bedeckter Himmel, kaum Wind. Aber nun gut, bei Biogas ist es schlimmer, wenn es zu trocken ist, zu feucht ist eigentlich nicht so wild, da muss man halt ein bisschen mehr reinmachen. Alles andere ist schon okay noch. Ist nicht so wie beim Mais so krass, wie wo es dann direkt aus dem Haufen rausläuft oder so. Sondern bei Gras ist das okay für Biogas, wenn es ein bisschen zu feucht ist. Klar, es ist nicht optimal. Ja, aber was willst du jetzt warten und alles in die Ecke stellen und gucken? Zumal Detlef und Svenny Sonntag in Urlaub wollen. Nicht zusammen, jeder mit seiner Familie. Silo schieben. Werden sich viele fragen, was für, schiebt Silo? Ein 9R, also vom Nachbarlohner. 5 Kilometer von hier, also ein Knicklenker mit Rädern. Zwillingsbereifung gucken wir uns sicherlich auch noch an. Der schiebt das Silo, der schafft auch ein bisschen was beiseite. Das dürfte gut funktionieren. Ansonsten Erträge gut, bis auf dass es ein bisschen zu feucht ist. Ertraglich bis jetzt sehr gut, also ich habe gerade ausgerechnet, wir liegen ungefähr bei 5 Tonnen Trockenmasse auf dem Hektar. Hat das Sinn? Ja, heute. Ergibt Sinn. Also 5 Tonnen Trockenmasse auf dem Hektar sind wir jetzt aktuell. Ja, man sieht das jetzt auch hier so ein bisschen. Wir haben auch eben das gehäckselt, was Svenny heute gemäht hat. Das war auch noch mal um einiges trockener als gestern jetzt. Das gestern gehäckselt und da hat es ins Schwatt reingeregnet. Das ist natürlich blöd, weil das ist natürlich auch so viel, dass das die Feuchtigkeit gut konserviert. Aber gut, das sind jetzt hier noch 4 Hektar. Und dann hat sich das auch. Dann wird das Ganze wieder ein bisschen trockener. Ich hatte aber gedacht, weil es so ein bisschen überständig schon ist, dass die Pflanze an sich mehr Trockensubstanz mit sich bringt. Aber weit gefehlt, war nicht so. Anscheinend ja auch nicht, weil wir ja nur gestern und heute Nacht hatten wir ja nur noch Regen. Und dadurch, denke ich mal, haben die Pflanzen sich auch einfach mal ein bisschen noch mal voller Wasser gezogen, was jetzt weg muss. Wie kriegt man das ansonsten trocken? Keine Ahnung, Schwattlüfter. Also mit einem Schwader braucht man nicht auf die Idee kommen und das irgendwie versuchen auseinander zu machen. Mit einem Wender ist es auch sehr, sehr bescheiden, haben wir alles schon gemacht. Und die Frage ist, ob das auf den Aufwand gerechtfertigt wird, wenn halt 300 Tonnen nachher, wie gesagt, von 3000 zu nass sind. Oder 500. Also okay. Wie gesagt, ist nichts für Rinder, ist für Biogas. Da kann man ganz viele Abstriche nach oben und nach unten machen. Wichtig ist, dass es schön festgefahren wird, dass es vernünftig zugedeckt wird. Und dann geht das. Und wie gesagt, zu trocken ist viel, viel schlimmer als das Ganze. Also einige haben auch in den Kommentaren geschrieben, kannst du uns diesmal ein bisschen mehr mitnehmen. Also deswegen fahren wir auch einfach mal ein bisschen mehr hier einfach dabei. So, ich habe jetzt gleich, werde jetzt gleich abgelöst. Das ist 14:27, 14:30 haben wir eigentlich abgesprochen, dass Fanny herkommt. Dass wir einmal alle durchtauschen und ich dann zu dem Wildschadensgutachter fahre. Und dann hoffen wir mal, dass das gut ausgeht. Hier sieht man so ein bisschen Maulwürfe. Je feuchter der Boden wird, desto weniger haben wir mit Maulwürfe zu tun.
Also hier gibt es nur so ein paar, nebenan sind die nachher gänzlich verschwunden. Wir haben sogar ein bisschen jetzt 30 TS gehabt, 32 TS. Liegt auch so ein bisschen an die Gräsersorten natürlich die Zusammensetzung. Je junger und zarter, ne, desto mehr Wasser ist da natürlich drin. Ansonsten Häcksler war im Frühjahr, der hat irgendwas, einen Umbau gekriegt. Ich kann euch nicht mehr sagen, was das war. Irgendeine Kleinigkeit, war Steinhage da und hat gefragt, ob sie den mal abholen können. Sie hätten da einen Umbau zu machen. Ja, wir waren den am Ende einfach nur noch wiederholen. Und demzufolge war nichts weiter los. Also letztes Jahr hingestellt, ja gut, dann war er da. Hat er noch Durchsicht und alles gekriegt. Das, was zu machen war. Und jetzt ist, genau, dann haben wir umgebaut, Messer getauscht, alles drum und dran. Und dann ging das eigentlich seinen Gang. Also so viel war dann auch nicht mehr zu machen, nur der gewöhnliche Umbau, den wir halt hatten. Jetzt ist das natürlich so viel. Ich habe mir heute Nachmittag schon in weiser Voraussicht noch einen Abfahrer organisiert gehabt, aber schon im Vorfeld. Der Rote Baron Light, also die kleine Version vom Roten Baron. Mit dem kleineren Annaburger. Wir sehen ja direkt dahinter der Anlage, ne? Da drüben ist die Anlage. Und hat auch gepasst, weil zwei waren zu wenig tatsächlich letztendlich. Und morgen dann ab 4. Also morgen dann mit 4. Mal gucken, wie weit wir heute hier kommen. Morgen wollte ich ins richtige Moorgrünland fahren. Wer weiß, ab Montag soll es regnen und wenn man denn doch was kaputt geht oder so, man weiß ja nicht, dann haben wir hinten raus einfach weniger Zeit und dann will ich ab Montag nicht im Moor hängen. Das wäre geil, also wenn es Montag, Dienstag, Mittwoch soll es angeblich regnen, ja, wäre Hammer. Wäre Hammer, wenn das kommt, wenn wir direkt fertig sind und dann direkt gleich wieder weiter wächst und loswächst. Gut, Leute, da ist meine Abholung. Bis gleich dann. Wir sehen uns auf dem Acker bei den Sammlungen. Ah, das habe ich mich verzählt. Ist euch jetzt schwindelig geworden? So, Leute. Guckt mal. Da. Weg. 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 Diese ganze Fläche, hauptsächlich bis zur Hecke, dahinter geht es noch ein bisschen besser, sind fast alle Sonnenblumen verbissen. Welche ganz früh, da steht nur noch ein paar kleine Strunken. Welche ganz, ganz früh, da sieht man dann gar nichts mehr. Traurig, richtig traurig. Gerade wenn man hier guckt, hier, ne? Da sieht man dann nur noch das. Da, da und da und da. So, wir sind jetzt hier einmal rübergegangen. Da wird natürlich auch teilweise argumentiert, so nach dem Motto, ja, guck mal, hier steht doch gar nichts mehr. So, ne? Da kann doch, da stand doch gar nichts. Da musst du halt ran rumfühlen und sagen, guck mal, hier stand doch eine und da stand doch eine. Es ist ja so, auch die Wildschadenskassen wollen nicht zahlen. Gerade bei der Schadenssumme. Bei Sonnenblumen kommt natürlich richtig Geld zusammen. Ist ja auch in den Bestellkosten schon sehr hoch. Was soll ich euch sagen? Letztendlich, Leute, wollten sie sagen, pass auf, hier, mach Mais hin, wir zahlen einmal die Neuansaat und dann ist gut. Habe ich mich nicht drauf geeinigt. Habe gesagt, nein, das machen wir nicht. Das kann nicht sein. Ich meine, wenn wir alleine hier von dieser Fläche sprechen, drüben ist auch geschädigt teilweise noch große Pflanzen. Wenn wir allein davon sprechen, ist es allein. Beim Durchschnittsertrag aktuell 75.000 Euro. Und die wollten mit 7.500 Euro, also 10% davon als Neuansatz zahlen. So nach dem Motto, pff, mach Mais hin. Ja, aber du musst ja auch eine Vermarktung dafür haben für den Mais. Also ich kann es mir dann halt hinlegen, aber es ist immer noch keine Sonnenblume. Ich brauche Sonnenblumen, ne? Und von daher, Wahnsinn. Also ist erstmal vertagt. Sie haben aber so ein bisschen zugegeben, dass die eigentlich fast eine 100%ige Schädigung ist. Und ja, wir müssen uns weiter einigen. Was ich dies Jahr sehe, Leute, der Rapserdfloh ist mega scharf. Ich vermute, das ist Rapserdfloh auf Sonnenblume. Das ist das typische Schadbild vom Rapserdfloh. Aber sobald die noch ein bisschen größer werden, so wie hier, macht es denen gar nichts mehr. Aber es ist so traurig. Ganz viele Pflanzen einfach weg. Da. Also bevor ich hier für 7.500 Euro nochmal Mais reinlege, lasse ich die einfach stehen. Wir stellen jetzt hier überall Flatterband auf. Soll was bringen gegen Dammwild.
Hier stehen ja immer ein paar hundert. Ne? Das wird auch schlecht bejagt, muss man sagen. Wird auch einfach, der Jäger war ja auch da. Es wird auch einfach zu schlecht bejagt. Die ganzen Jahre haben wir immer Kulturen angebaut, die nicht so anfällig auf Dammwild sind. Und auch die Jungs meinten von der Jagdgenossenschaft. Die Jagdgenossenschaft nicht. Was habe ich ihm gesagt? Wer zahlt das? Fällt mir dann wieder ein. Auch die meinten, das kennen sie so nicht vom Dammwild. Weg, 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 weg. Und ihr müsst euch vorstellen, das ganze Stück, 25 Hektar. 25 Hektar. Aber ich sage euch so, wie es ist, bevor ich das hier für 7.000 Euro neu lege, lasse ich es stehen und wir ernten das, was wir ernten. Ich meine, für 7.500 Euro belegt, man muss ich 10 Tonnen ernten. Und die kriegen wir da wohl hier runter, oder wird eine halbe Tonne vom Hektar. Wahnsinn, aber wir treffen uns jetzt nochmal in 14 Tagen. Ich habe dann auch mehr als deutlich gesagt, dass das nicht so ausreichend ist. Das ist, man ist innerlich sehr aufgebracht. Also ich will ja auch ein freundlicher Mensch bleiben, deswegen formuliere ich das so höflich. Aber die wollen natürlich nicht zahlen. Gefühlt reden die sich das alles so ein, wie sie es gern hätten. Ich hätte ja meine Pflicht verletzt. Ich hätte ja auch genügend abschreckende Maßnahmen machen können. Aber letztendlich mehr als ein Flatterband hätten sie auch nicht gewusst. Ich habe dann im Anschluss gesagt, was mache ich denn bei den nächsten Jahren? Vielleicht, wie kann ich es vermeiden? Haben sie mir die Schulter ein bisschen gezuckt und meinen, na, Flatterband hilft eigentlich ganz gut. War mir so noch nicht bekannt, werden wir natürlich machen in Zukunft. Aber mit Dammwild war uns das auch noch nicht so bekannt, dass das so krass ist. War uns nicht bekannt. Tja, gut Leute, aber ihr wisst, wenn dies ja weniger Sonnenblumenöl gibt, dann lag das am Dammwild. Ich will jetzt zurückfahren, häckseln. Das ist ja traurig, ich sage euch ganz ehrlich, da oben, hier unten geht es ja noch. Hier unten sind ja vielleicht noch zwei Pflanzen pro Quadratmeter, so einheitlich. Da oben ist teilweise gar nichts mehr. Und vielleicht mache ich meist da die Stellen, die, wo man in zwei Wochen sieht, da steht gar nichts mehr. Ansonsten weiß ich nicht. Ach, das ist doch ein Ärger, das ist doch ein Ärger. Das ist, gefühlt ist auch immer der Landwirt schuld. Also wenn du die Leute argumentieren hörst und dann warum nicht, der Landwirt hat aber auch. Und habe ich auch gesagt, irgendwann ist aber auch mal Schluss mit, der Landwirt hat aber auch. Ich sage, ich habe die vielleicht 10 Jahre und seit 10 Jahren achte ich darauf, dass hier Kulturen stehen, wo der Dammwild keinen Wildschaden macht. Und der Landwirt hat aber auch, wir haben da auch eine Pflicht. Und ja, na klar haben wir auch eine Pflicht. Aber was sollen wir noch alles machen, Mensch? Apropos, noch alles mal. Ey, das muss ich euch noch erzählen. Ich habe letztens, ich bin ja auch in sozialen Netzwerken tätig. Also ist verrückt, aber ja. Jetzt wisst ihr es auch mal. Habe ich letztens gelesen, irgendwas war schon wieder knapp. Rapsöl knapp oder so? Nee. Ach, jedenfalls, ach, die Leute, ist ja der Wahnsinn. Irgendwas war knapp. Und der eine hat geschrieben, ja, die Landwirte machen ja auch nur noch Blühwiesen und cashen krass von der EU ab. Das ist schon der erste Punkt. Da denkst du dir, Alter, was, wir sollen jetzt unbedingt Blühwiesen machen, denn machen wir das, ist auch wieder nicht richtig. Da hat einer hat untergeschrieben, ja, sie müssen ja unbedingt Stilllegung machen, weil sie es so wollen, die Landwirte. Sollen wir stilllegen? Auch wieder nicht richtig. Einer hat untergeschrieben, ja, aber Hauptsache, sie bauen ständig und überall nur Raps an. Auch wieder nicht richtig. Rapsöl, auch wieder nicht richtig. Der nächste hat untergeschrieben, man sieht aber auch nur noch Mais. Nicht richtig. Einer hat untergeschrieben, war auf Facebook. Einer hat untergeschrieben, ja, aber es wird ja auch nur noch Getreide angebaut. Ich weiß auch nicht mehr, was knapp war. Ich glaube, es waren Haferflocken oder sowas. Bauen wir Getreide an? Gut, Hafer ist ein Getreide, aber das meinte er sicherlich nicht damit. Der meinte sicherlich Rapsweizen, Weizen, Gerste, Roggen. Bauen wir an? Auch nicht richtig. Was sollen wir eigentlich noch? Wenn wir doch alles anbauen und es ist alles nicht richtig. Wir sollen Blühwiese machen, machen wir es nicht richtig. Mann, Leute. Manchmal denkst du dir das auch, Mensch, ist Kinder Hannes. Hättest du nicht einfach in der Schule ein bisschen besser aufpassen können? So, wir fahren jetzt zurück, Hexel. Ich fahre jetzt noch schnell bis zu Hause vorbei, um mal ein bisschen was zu trinken. Und dann sehe ich weiter. Weiß nicht, bis 8. Mal bestimmt jetzt 17.15 Uhr.
ich zeige euch mal die Zone. Ich werde hier weiter vorne, kann ich aus dem Auto zeigen. Also hier unten ist weniger wild. So. Und seht ihr das so? Ich glaube, in den Reihen kann man es gut erkennen. Also die Flächen sind hier deutlich grüner. Also hier ist auch fast 100% Feldaufgang. So, hier vorne ein bisschen weniger, aber hier vorne ist unser Vorgewende, wo wir mal rein und rausfahren. Aber am Vorgewende steht auch ein bisschen eine andere Sorte, die ist ein bisschen größer schon. Deswegen sieht man die ein bisschen mehr. So, aber es sind halt alle Pflanzen da, nichts weggebissen. Hier vorne, klar, fahren wir mal rein und raus. Das kommt jetzt so nach und nach. Hier sieht man es nochmal in den Reihen. Glaube ich, sieht man es ganz gut. Irgendwas haben wir immer, ne? Also irgendein Wildschaden ist anscheinend immer da. Letztes Jahr mit den Kranichen, obwohl der Kranichschaden okay war. Wir haben kein Geld dafür bekommen, wir haben es nicht reguliert bekommen, aber es war okay, wir haben trotzdem noch 50 Tonnen geerntet. Also wir hatten zweimal Legen, also einmal Legen mehr und einmal Saatgutkosten mehr. Hält sich noch im Rahmen. Aber das hier, das kann ich nicht kompensieren. Ich kann jetzt keine Sonnenblume machen, weil wir 45 Tage nach Aussaat sind und die wird einfach nicht mehr reif. Ich will nicht jammern im Vlog, aber ihr macht alles mit. Alle Höhen und Tiefen, auch bei der Ölproduktion, Leute, und das ist gerade ein Tief. Das ist, eine Pflanze ist ja nur mehr für mich als das. Das ist ja wirklich mein Leben, das da, was da steht. Und das ist ja umso schade, wenn man da so viel Mühe reinsteckt. Und, aber das ist Landwirtschaft. Das ist halt die Natur. Gut. Genug gejammert. Jetzt fahren wir Häcksler wieder. Das ist heute, wir haben tagelang Sonne. Und heute ist diesig. So trocknet das aber auch nicht, Hannes. Hannes. So. Ich hatte auch schon die verrückte Idee. Aber das kann nicht sein, Hannes. Eventuell Mais, Körnermais nachzulegen. Aber ich weiß, ich glaube Körnermais, ich glaube nicht mal ein 150er wird jetzt noch reif bei mir. Ne, zu legen, das zusammen zu dreschen und rausreinigen zu lassen. Ich denke, das wird nichts werden, Hannes. Hannes, das wird nichts. So, Tag 2. Ihr seht, Schwarte sind immer noch dick. Also es ist nicht aufgeschwartet, ist nur mit dem Mähwerk auf Schwatt gelegt. Wir sind mit ETS schon ein bisschen höher als gestern. Also jetzt 29 bis 33 ist das, was wir jetzt in der ersten Runde haben. Wir haben heute früh um 8.10 Uhr. Wir hatten heute Nacht ganz wenig Tau. Sind gestern so bis 20 ungefähr gefahren. Svenny fängt heute an ab 9 zu mähen, dass so ein bisschen der Tau raus ist aus dem Bestand. Und dann sollte das auch ganz gut klappen. Also wir rücken von hier in unseren Moor und die Pflanzen sind eigentlich immer ein bisschen höhere Trockensubstanz. Also es ist viel Rohrschwingel und der funktioniert relativ gut. Also hier haben wir sehr viel junges Untergras. Haben auch festgestellt, sehr viel Untergras mit bei gewesen. Und das drückt natürlich die TS ein bisschen nach unten. Das ist gerade dieses frische junge Gras, was hier mit bei ist. Von den Inhaltsstoffen ist es gar nicht so viel anders als letztes Jahr. Wir haben eigentlich so ziemlich dasselbe. Wir hatten auch so Zucker in dem Bereich. Rohprotein hatten wir letztes Jahr ein bisschen mehr, aber da hatten wir gestern auch einige Stücken bis 16%. Dafür hatten wir weniger Zucker. Rohasche ist ähnlich, ist ja klar. Rohfaser, ich hätte gedacht, wir haben mehr Rohfaser. Aber an sich sind die Werte schon okay für so einen späten Schnitt. Und wie gesagt, ist für Biogas. Für Rinder hätte ich jetzt hier auch einen anderen Heckmeck betrieben. Also da hätte ich natürlich jetzt hier nicht mit 29 TS gesagt, ja, das geht schon irgendwie. Nee, das wäre nicht gegangen. Also das hätte ich nun nicht gemacht. Dann hätte ich das aber auch nicht mit dem Mähwerk auf Schwatt gelegt, sondern der muss es wirklich breit liegen, antrocknen, zusammenschwaden, dass es schön homogen durchgetrocknet ist. Da geht so ein Spielchen hier nicht. Und ich glaube, das beantwortet dann auch vielerorts die Fragen, warum kann man nicht alles auf Schwatt legen mit dem Mähwerk und immer und für alles und spart doch einen Arbeitsgang. Nee, es trocknet einfach nicht richtig durch. Also ihr seht, gerade wenn hier das Material so richtig dicht und fest ist, dann hat man schon seine Probleme, das vernünftig trocken zu bekommen. Gerade wenn die Schwade dann so dick sind wie hier. So, ansonsten gestern knapp 1000 Tonnen gefahren. Genau.
guck mal, wie spät es heute ist, ob ich heute euch ein bisschen kurz zum Silo noch mitnehme heute Abend. Aber es ist wahrscheinlich dann die nächste Folge. Ich glaube, wir haben schon wieder eine Folge erreicht vom Ende. Und ich habe auch die ganze Zeit jetzt Transporter hier gestern. Vielleicht klappt das in der nächsten Folge, denke ich mal. Haben wir bestimmt mal ein bisschen Standzeit, dass wir mal rausgehen, gucken uns das Gras an, gucken uns die Grasnarbe so ein bisschen an. Aber so sieht es gut aus halt, ne? Also ich kann mich nicht beklagen, gerade ertraglich sind wir in einer sehr guten Zone unterwegs oder in guten Bereichen. Durchschnittlich haben wir jetzt irgendwie 25 Tonnen auf dem Hektar, die wir bis jetzt geerntet haben, die ganzen Flächen. Da war halt auch ein bisschen Mineralboden dabei. Hier ist es gerade so ein Übergang zwischen Moor und Mineral. Und das sieht halt überall gut aus. Also können wir uns nicht beklagen. Von daher, ich glaube, ich mache nachher noch Drohnenaufnahmen. Die kriegen wir noch hier in diesen Vlog rein. Und ja, wenn nichts weiter kommt, jetzt so spontan und auf die Schnelle, sehen wir uns dann im nächsten Vlog wieder. Da gucken wir mal an, wie das im Moorgrünland aussieht. Und dann, ja, heute ist Freitag, 10. Juni. Letztes Jahr waren wir am 5. fertig, 4. oder 5. Also wie später sind wir nicht. Erträge und Gehalte sind ähnlich wie im letzten Jahr. Vielleicht ist der Ertrag noch ein bisschen besser. Werden wir sehen, werden wir hinterher sehen, Leute. Bis dann.